Bodybike so? Bodybike so? Was wundert sich denn? Du bist kleiner, geh da hin. Erstmal so eine Yoga-Position, würde ich sagen, als Start. Ist ja gar keine Tunnel drin. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Wir sind mal wieder im Bikepark UE unterwegs, mit dem Thomas mal wieder. Und yes, wir haben mal wieder neue Bikes dabei zum Test. Thomas, was hast du denn heute mitgebracht? Ja, also pass auf, der Weg im Fahrradladen geht im Moment dahin, dass man sagt, oh, das ist günstig, das kostet nur 5.000 Euro. Da gehen wir so ein bisschen die Fußnägel hoch und da sind Fahrräder, die sind für 15.000 Euro. Und die Leute glauben irgendwann, wenn sie ganz viel Bike-Zeitung lesen, sie brauchen diese Fahrräder. Und ich wollte heute für alle diesen Sport einsteigen. Wir wollen einfach heute mal testen, kann man mit welchen der meiner Meinung nach am besten ausgestatteten, aber günstigsten Bikes, die es im Moment gibt, auch Spaß haben in so einem Bikepark. Geht das? Ja, dafür haben wir mitgebracht ein Radon Swoop 8.0 AL. Da ist sogar schon eine 38er drin. Das gibt es neu für 2.499 Euro im Moment heute. Und das gibt es gebraucht auch für um die 2.000 Euro schon. Ja? Ebenso gibt es gebraucht dieses Propane Spindrift. Die alte Version in Alu gibt es auch. Also dies hat eine quasi, eine, auch wenn man es nicht so aussieht, das ist absolute Top-Ausstattung. Mit Ultimate-Gabel, Ultimate-Dämpfer etc. pp. Also bin ich mal gespannt. Die kosten beide so im Gebrauchtmarkt um die 2.000, so von 1,7 bis 2,2 geht das so ungefähr, je nach Ausstattung halt. Hat man mit so einem 2.000-Euro-Rad, was ja auch immer noch viel Geld ist meiner Meinung nach, aber halt schon viel weniger wie 5, hat man da überhaupt Spaß mit? Oder sagt man, müssen wir jetzt, wir sind ja sehr, sehr verwöhnt, muss man ja mal ehrlich sagen, wir sitzen auf echt teuren Böcken, wenn wir Rad fahren. Hat man da trotzdem Spaß drauf oder merken wir, dass die Räder so billig sind? Das wird jetzt der entscheidende Faktor heute. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir starten direkt rein. Das Wetter wird nämlich gleich richtig sonnig und dann geht's ab. Juhu, Sonne in Olpe. So, Soundcheck, immer ganz wichtig. Kann man überhaupt mit so günstigen Rädern schon rumprollen im Bikepark? So, wir gucken. Erster Testkandidat, das Radon Swoop. Ab geht's. Das ist aber mau, ne? So, jetzt kommt das Propane mit dem Stance-Laufersatz. Das ist schon euer, also schon mal 1:0 fürs Propane. Weiter geht's. So Leute, wir sind auf dem Uphill-Test. Paradedisziplin für Freerider. Ich erstmal auf dem Spindrift, der Thomas auf dem Swoop. Das Spindrift kommt mir auf jeden Fall direkt super klein vor. Und oh Mann, ich fahre nie wieder mit Thomas bei Regen. Immer das Gleiche. Und einmal nass ist es alles egal. Es ist. Es geht, aber schön ist nicht. Es geht schon gut, ne? Das Fahrrad liegt. Und lieber Daniel, erstmal was Krasses zum Warmwerden. Der Flöw. Erste Ready? Abfahrt. Erste Abfahrt, ab geht's. Die wichtigste Rubrik für Bikepark-Bikes ist natürlich, wie verhält sich das Bike in einem Schlepplift. Deswegen testen wir das extra für euch exklusiv als nächstes. Wir scheuen keine Risiken, wir fahren jetzt Schlepplift.
Weißt du, wie es geht, oder soll ich dich noch mal einweisen? Warte, ich bin jetzt hier neben dem Beton. Ja, Thomas ohne Haar hat da mal ein Video zu machen. Ja, habe ich gehört, ja. So hier an den Rücken. Ja. Oh, guck mal, mit Schritt geht's vorwärts. Sehr gut. Ich versuche mich mal mit den Zwischenfazits zurückzuhalten zu den Bikes und dann am Ende wirklich das richtige Fazit zu geben. Aber ich bin jetzt tatsächlich gerade sehr, sehr überrascht, wie gut das Spindrift im Schlepplift funktioniert. Es ist sehr, sehr durch den kurzen Reach hier, fühlt es sich sehr, sehr komfortabel an und man kann einfach sehr, sehr gut aufrecht sitzen. Auch hier seht, die Stange knallt gar nicht auf den Lenker. Das ist von der Geo her einfach so, dass hier der Lenker halt dann geschützt wird und man nicht diese Kratzspuren hat. Sonst muss man immer festhalten. Bei den meisten Bikes von mir muss ich immer festhalten, das hat das Spindrift jetzt nicht. Ja, wir fahren jetzt wieder hoch und fahren dann nochmal die gleiche Strecke, aber ich mit dem Swoop und Thomas mit dem Spindrift. So Leute, hier lösen. Bist du zurechtgekommen im Swoop? Also war okay, ist relativ ruhig im Schlepplift, hat doch auch Laufruhe im Schlepplift. Ist okay. Ja, ich war auch zufrieden. Ich fand sehr, sehr gut von der Geo her, dass der Schlepplift hier gar nicht auf den Lenker kommt, tatsächlich. Also da hat auf jeden Fall Propane mitgedacht. Ja, auf alle Fälle. Yes. Flo. Flo kommt in die zweite. Jetzt Thomas und Bruder. Bitte. Oh. Wir fahren heute immer gegeneinander. Ja, da musst du treten, ne? So Leute, Uphill Nummer 2, diesmal im Swoop. Ich halte mal Abstand zum Thomas, der macht immer hier so Faxen in den Pfützen. Also Thomas, ist schon in der Ebene ist das Swoop besser. Also ich finde diese leicht geduckte, aggressive Haltung hier auf dem Propane kommt mir sehr entgegen. Ja. Meine Knie werden nicht so überstreckt, weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, sehr gut. Ich habe einen viel runderen Tritt. Ja, ja, und runderen Rücken auch. Also eigentlich kann man sogar noch den Sattel runterfahren, da hat man so den E-Bike-Modus. Also jetzt fährt es sich richtig gut bergauf. So Leute, wir sind am Start der Freeride. Freeride ist unsere zweite Strecke heute, der Wahl fahren wir das immer. Das ist meiner Meinung nach auch der Benchmark, weil was fahren Einsteiger hier im Bikepark? Den Flow? Und die Freeride. Das heißt, jetzt gucken wir mal, ob das Spindrift aufholen kann. Ab geht's. Puh. Geil. Anleger. Ui.
Boah, wegen dem ganzen Laub, ey. Ja. Ja, bin ich kurz eingenickt beim Lift, weil es so geil ist, da mit Schlepplift zu fahren. Also absolut tiefenentspannt. Oh Gott! Oh Gott! Das ist jetzt so komisch! Oh mein Gott! Oh Gott, ey! Also, dass das hier dieselbe Größe sein soll. Ja, ich muss den Thomas mal ein bisschen aufholen wieder. Voll, ne? Also die ersten Sprünge oben. Da muss ich mich erst mal kurz umstellen auf jeden Fall. Puh! Digga! Aber wenn das einmal läuft, läuft auch gut, aber die Geo hier, da tue ich mich auf jeden Fall um einiges schwerer. Hi! Hey! Ja, mach mal. So. So Leute, wir sind schon beim Feedback angekommen und wir machen das Feedback jetzt heute so, dass wir einmal zum Swoop was sagen und dann einmal zum Spindrift. Wir fangen an mit dem Swoop und Thomas, ich weiß nicht, kennst du jetzt mein Punktesystem schon? Nein, kenne ich nicht. Ja, wir machen, damit das so ein bisschen vergleichbar ist, habe ich mir ja dieses Punktesystem einfallen lassen. Es gibt immer 1 bis 5 Punkte. Ja. 5 ist top, 1 ist... Und minus 2 ist ganz schlecht. Minus 2 ist ganz, ganz schlecht. Wir haben 5 verschiedene Kategorien. Einmal das Handling, das heißt, ist es verspielt oder ist es eher laufruhig. Dann Geräuschkulisse, ne? Klappern, wie klappert das Bike oder halt nicht. Dann das Thema Jumps, wie fühlt sich auf Jumps an? Ist das eher so ein Parkbike, ist es eher so ein Downhillbike und so weiter. Dann Preis-Leistung und zum Schluss Optik. Punkt Nummer 1, Handling. Thomas. 1 bis 5 Punkte. Handling. Also, Handling würde ich dem Radon definitiv eine 4 geben. Ich finde es sehr, sehr gut handelbar. Den einen Abzug gibt es dafür, weil es bei roughem Gelände ein bisschen nervös wird. Ich würde es tatsächlich exakt genauso bewerten. Ich fand, dafür, dass es ein 29er ist und so groß nämlich, ist es dann doch nicht so laufruhig, wie man denkt irgendwie, ne? Nee, nicht ganz. Ja. Es hat nicht dran, zum Beispiel an meinem Cube, ne? Wenn ich jetzt Laufruhe, das ist Laufruhe für mich in Rheinkultur. Ja. Das ist nicht ganz dran. Was vielleicht allerdings, jetzt muss man ja auch mal sagen, ein bisschen am Performance-Fahrwerk liegt. Na, wie gesagt, man muss immer Abstriche, dass eine andere Gabel, ein anderer Dämpfer macht immer ein anderes Handling. Ja. Definitiv. Ja, da sind wir uns auf jeden Fall schon mal einig. Punkt Nummer 2, Geräuschkulisse, Klappern. Ich habe tatsächlich jetzt gar nicht so viel Klappern gehört. Ich weiß nicht, ob es an dem Wind an meinem Helm gelegen hat oder woran auch immer. Ich habe mich darauf auch nicht so krass fokussiert heute. Ich würde sagen, es ist so normal irgendwie. Ich würde so ein 3 Punkte, 2,5 von 5, so ein Mittelfeld, 2,5 Punkte würde ich geben. Ich würde auch 3 geben.
Das Einzige, was halt ein bisschen nervt, ist hier das Klappern, wo sich die Züge hier kreuzen. Was ein bisschen geschuldet ist, dass die Züge alle auf der einen Seite reingehen und es gibt keinen Zug auf der anderen Seite. Hat Vor- und Nachteile, fürs Klappern hat es Nachteile, definitiv. Aber das ist, glaube ich, zu vernachlässigen. Also war okay. Ne? Ja. Ja, würde ich auch so sagen. Nummer 3, die Jumps. Hat mich das Bike echt überrascht, tatsächlich. Also Pop ist super, geht super in die Luft und lässt sich auch, wie ich finde, in der Landung sehr, sehr dosiert gut landen. Mhm. Ne? Und vor allen Dingen geht es gut in die Luft. Ne? Ja. Also gar nicht irgendwie, dass man da irgendwie großartig reißen muss an dem Rad oder so. Da reicht es tatsächlich sehr oft, wenn man einfach nur passiv die Sprünge fährt und landet schon in der Landung. Ich finde eigentlich, man hat eher fast die Gefahr, dass man zu weit springt. Also ist schon echt gut. Würde ich auch so sehen. Ich würde auch so, wenn man immer Luft nach oben lassen muss, auch eine 4 geben. 4 Punkte von 5, oder? Ja. 4 von 5 Punkte für Jumps. Jetzt kommt die letzten 2 Punkte. Einmal Optik. Das ist natürlich immer sehr, sehr subjektiv. Ne? Na, überhaupt nicht. Ja gut, also das muss man dazu sagen, die Fahreindrücke sind auch ein bisschen subjektiv. Aber wenn man halt schon ein paar Fahrräder gefahren hat, darf man da mal kurz was zu sagen. Aber es ist trotzdem subjektiv. Natürlich, wenn Danny Hart das Ding fährt, wird er was ganz anderes dazu sagen wie wir, weil er einfach auch anders fährt. Ja? Oder Julian von den Tränenbüffeln, der würde auch noch mal was ganz anderes zu dem Rad sagen. Aber ich denke, da wir sind ja relativ nah noch an den Einsteigern drin und wir wollten heute auch ein bisschen fahren, wir Einsteiger, weil die spricht dieses Rad meiner Meinung nach am meisten an. Ja? Ich würde eine saubere 3 Punkte geben für die Optik. Ist nicht ganz meine Farbe, aber es sieht auf jeden Fall gut aus. Ich würde jetzt mich nicht damit schämen, irgendwo im Park zu fahren. Ja, ich gebe sogar nur 2 Punkte für die Optik, weil mir ist die Optik ein bisschen zu viel oldschool für die heutige Zeit. Wir haben überhaupt keine hydrogeformten Rohre oder fast gar nicht. Haben ein sehr, sehr klassisches Rohrdesign. Wer mich kennt, weiß, dass ich das zum Beispiel bei sowas wie Nikolai überhaupt nicht mag. Und mir ist der Rahmen schon fast zu dünn. Also man kommt sich vor, wenn man von oben runter guckt, als ob man irgendwie auf einem Gravelbike wäre, so ungefähr. Ja, stimmt. Ist schon sehr, sehr dünn. Da passt einfach die fette 38er und der fette X2. Sehen da so ein bisschen overdosed aus, finde ich. So, aber ja gut, das Geschmackssache. Also Optik kriegt es bei mir nur 2 Punkte. Der letzte Punkt, Preis-Leistung. Ich finde, in unserem Video heute geht es ja genau um das Thema. Und halt vor allem möchte ich diesen Punkt nochmal mit aufgreifen. Kann man Spaß mit so günstigen Bikes haben? Und also ich kann auf jeden Fall Spaß mit dem Bike haben. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe weniger Spaß damit im Park gehabt als sonst. So der Punkt ist ja, brauche ich teures Material, um wirklich auch safe unterwegs zu sein? Und ich hatte nie das Gefühl, dass das Fahrrad irgendwie unterdimensioniert ausgestattet ist. Ich bin ja auch bei meinem Touren, ich habe das Rad auch auf einer Tour gefahren, auf die Schaltung eingegangen, aber das sind Kleinigkeiten. Eine andere Kassette, anderer Schalthebel und schon hast du eine komplette GX-Gruppe dran. Das ist, aber im Park habe ich mich nie so gefühlt, dass ich sage, oh, da haben sie jetzt aber so gespart, also zum Beispiel auch am Laufradsatz oder so, dass das irgendwie schwammig wäre oder so, gar nicht. Ne? Alles super, sind auch keine billigen Bikepark Edition Reifen, sondern Edix Super Trail sind drauf, die passen meiner Meinung nach auch super auf das Rad. Also da hat Radon ganz, ganz viel richtig gemacht und bei mir bei Preis-Leistung kriegt das Rad tatsächlich eine 5, weil wir dürfen eins nicht vergessen, es gibt Hersteller, die verkaufen 10.000 Euro Räder ohne eine Bikepark-Zulassung. Radon sagt hier, das ist super Alloy und absolute Freigabe sogar für Racing. Und neben diesem Gewichtsding bei Radon, was leider nur eine Mischkalkulation ist, diese 115 Kilo, das Rad wird garantiert mehr aushalten. Das ist aber ein anderes Thema bei großen Bikeherstellern. Preis-Leistung gibt es da überhaupt nichts zu mäkeln. Da muss man ja alle anderen Punkte auch ausklammern. Ja. Und ich glaube, mehr Ausstattung für weniger Geld gibt es, glaube ich, gar nicht. So, Feedback-Runde Nummer 2. Jetzt geht's zum Propane Spindrift. Wir starten direkt wieder rein mit Punkt Nummer 1 und zwar dem Handling. Finde ich sehr, sehr schön von dem Rad. Also mir hat das gut gefallen. Ich fand, obwohl das jetzt tatsächlich, es ist ja eigentlich keine kleine Größe, aber für mich kam es mir sehr klein vor, hatte ich nicht das Gefühl, dass es unglaublich unruhig ist oder so auf dem Trail. Ich finde zum Beispiel, der Hinterbau hat sehr, sehr schön gearbeitet, schöner als beim Radon beispielsweise auf diesen Wurzelpassagen hier. Allerdings war es sehr langsam. Könnte man noch andere Reifen drauf machen und so weiter und so fort.
Ich finde aber trotzdem, dass das Rad vom Handling angenehm ist. Also ich habe mich da als erstes heute draufgesetzt und konnte damit auch direkt losfahren, hatte da keinen Stress mit. Das ist immer so mein Kriterium, wenn ich wieder am Rad setze und ich fühle mich gar nicht wohl, dann ist für mich das irgendwie, ist es nichts. Mir hat das Swoop allerdings ein bisschen besser gefallen. Da ich dem Swoop 4 Punkte gegeben habe, muss ich dem Propane einen Abzug geben. Und deswegen gebe ich dem Propane bei Handling mit 3. Bei mir kriegt das Propane ganz fair auch eine 4. Und zwar aus folgenden Gründen. Nicht, weil es mein Ex-Bike ist, was ich vor ein paar Jahren ja tatsächlich selber gefahren habe, sondern weil ich finde, dass das Propane vom Handling her, wir sind jetzt ziemlich viel Flowiges gefahren, da kann das nicht so punkten. Wären wir jetzt eher roughere Sachen gefahren, DH, was heute leider aufgrund meines Zeitfensters ein bisschen geschuldet ist, dass wir das nicht fahren, und zweitens fahren die meisten Einsteiger halt flowige Sachen. Die Geschwindigkeit gebe ich ihm daher absolut recht, man merkt auch ein bisschen die 650B Räder, definitiv. Aber vom Handling, vom reinen Handling her, ein total sicheres Bike, wo du nie Angst hast oder nie das Gefühl hast, jetzt bin ich aber an der Grenze oder am Grenzbereich, fast ein bisschen DH-mäßig. Mhm. Also wenn ich so ein bisschen vergleichen müsste mit dem Swoop, würde ich sagen, der Swoop ist eher in Richtung Enduro, mhm, und das Spindrift geht tatsächlich eher Mini-DH, wenn mhm man das denn in Schubladen stecken will. Mhm. Und daher kriegt es bei mir ganz fair auch 4 Punkte, weil es einfach andere Vorzüge hat. Aber lahm ist es natürlich, es klebt auf dem Boden. Punkt Nummer 2, Sound, Klappern und so weiter. Ich habe ja auch nichts gehört. Ich weiß nicht, ob mir das heute nicht aufgefallen ist, aber ich habe da nichts wahrgenommen. Ja, ich würde es auch einfach ein gutes Mittelfeld packen. 3 Punkte. Ich habe da nichts Negatives wahrgenommen, auch obwohl es ja ein Gebrauchtrad ist und so, ne? Genau. Ich gebe dem Rad sogar einen Punkt mehr, weil ich sagen würde, das macht überhaupt gar keine Geräusche. Wir haben hier eine Zugeinführung von vorne direkt unters Unterrohr und dann gehen die Züge unterm Tretlager lang, was jetzt bei starken Federwegen heutzutage keiner mehr macht. Aber da die Züge nicht durch den Rahmen geben, können die sich auch gut lenken. Es gibt eigentlich überhaupt keine Probleme. Man hört wirklich gar nichts. Und das, obwohl der Jerry das Rad ja schon über ein Jahr gerockt hat. Da klappert nichts, da wackelt nichts. Und da muss ich ganz fair sein, beim Radern habe ich halt die Züge klappern gehört und deswegen muss ich ja dem Spindrift einen Punkt mehr geben. Ja, du hast doch den besseren Helm dafür. Ich habe einen sehr offenen Helm, ja. Ich habe ja den ProFrame Triple X Edition, okay, und da kann man sehr gut hören, ja, weil man ja die Polizei hören muss, wenn man Triple X mäßig unterwegs ist. Ja, das ist ja richtig, ganz klare Sache. So, wir sind beim Thema Jumps angelangt. Ich finde, da kommt es so ein bisschen drauf an, was man mag. Ne? Also ich hätte zum Beispiel vor 2 Jahren hätte ich das Spindrift mehr gemocht, weil es mir mehr abnimmt. Genau, mehr abnimmt so. Ja. Es ist irgendwie, hat sich so ein bisschen mehr Sicherheitsgefühl und du hast nicht so dieses, oh, ich fliege auf einmal so, was beim Radon jetzt war. Heute, Stand jetzt, hat mir das Radon da besser gefallen, aber das ist halt je nachdem nach Fahrkönnen und Fahrempfinden. Ja, genau, das ist das muss man in die Relation setzen, was bin ich? Ja. Ich habe eben schon zu Daniel im Lift gesagt, wenn man absoluter Einsteiger ist, hat man erstmal vor Geschwindigkeit ein bisschen Angst. Und das nimmt einem das Propane, weil einfach gar keine Angst entsteht bei Sprüngen. Und selbst wenn man leicht Nose oder so kommt, das Rad, das Fahrwerk verzeiht alles. Allerdings ist es tatsächlich schwerer, in die Luft zu kommen. Ja. Von daher gesehen bekommt es da bei mir, ich glaube, ich hatte dem Radon 4 gegeben. Mhm. Und dann würde ich dem Spinlift da in der heutigen Zeit nur noch 3 geben. Muss man aber wieder in Relation setzen, das ist ja ein Spindrift für 2000 Euro. Wenn ich mir ein aktuelles für 5 kaufe, ist das nicht mehr ganz so. Ja. Da ist das sehr viel poppiger geworden, das steht auch in allen einschlägigen Medien so. Aber es ist definitiv, es braucht man. Jetzt muss man natürlich auch noch gucken, was springe ich? Bin ich in der Dirtline, wo ich eigentlich nur mit Flow drüber will? Ich brauchte jetzt bei dem Radon überhaupt keine Bremse mehr in dem unteren Teil. Mhm. Oder springe ich auch mal technisches, roughes Zeug, ja, wo vorher Wurzeln, Steine kommen. Ich glaube, da kann das Rad nochmal, oder bei einer Landung, die nicht so schön gebaut ist, im Wald oder so, ja, ich glaube, da kann das Rad nochmal richtig punkten. Gibt trotzdem einen Punkt weniger, nur 3 Punkte von mir, weil das Rad einfach besser war zum Jumpen. Ja, ja. Also rein subjektiv. Ja. Schließe ich mich genauso an, würde ich auch auf jeden Fall 3 Punkte geben. So, wir sind bei den letzten 2 Punkten angelangt. Optik. Muss ich sagen, obwohl das Spindrift jetzt so ein altes Fahrrad ist, finde ich das immer noch voll schön. Ich auch. Also, ja. Also gerade auch für ein Alurad, ne? Ja, voll. Finde ich wirklich ein schönes Rad und würde ich einfach 4 Punkte für geben, weil, ja, also es
sieht immer noch modern aus. Ich finde, der Hinterbau sieht schön aus. Ich weiß nicht, taugt mir persönlich einfach. Die Farbe wäre nicht ganz so meins, aber die kann man ändern. Ja, ich gebe sogar 5 Punkte für die Optik. Also erstens wisst ihr, ich bin alter Propane-Fan gewesen, immer. Und ich mag halt total dieses Pro-10 hier hinten, dass man so in der Mitte im Federweg, dass der schwimmend gelagert ist, das ist einfach auch optisch. Ich liebe es total. Auch das Oldschool, wo der Dämpfer noch hinter dem Sitzrohr ist. Die Schweißnähte, also ich bin ja selber Metallhandwerker, die Schweißnähte, wenn ich das zum Beispiel jetzt mit dem Radon vergleiche, da sind die so, ich glaube, das heißt gewälscht oder so, schreibt mal in die Kommentare, wie der Fachausdruck ist, die sind so geschönt mit einer Schrubbscheibe. Und wir haben damals immer schon gesagt, wer nicht richtig schweißen kann, muss wenigstens gut flexen können. Mhm. Hier sind offene, schöne Schweißnähte, also das ist einfach für Leute, die so drauf stehen. Mein Favorit, die Farbe, ist Raw bei Propane, Raw, das Rad, da gibt es sogar 5,5 Punkte für mich, das mag ich total. Ja, also ich finde es vom Design her immer noch mega, auch wenn es auch ebenso wie das Radon keine hydroformten Rohr großartig hat, außer diese leichte Biegung hier. Ich mag es auch immer noch mega, das Propane Spindrift. Keine Frage. Letzter Punkt, Preis-Leistung. Wir müssen es in eine Relation setzen. In Relation. Ich muss ganz offen sagen, ich bin ja letztens auf der Suche nach einem Rad gewesen, bekomme ja bald auch im November ein neues Rad, machen wir dann auch ein Video zu, denke ich, und bin sehr oft auf die Propane-Seite gegangen. Und da ist mir was aufgefallen, was halt früher nicht so war. Ich meine, ich fahre ja wirklich schon lange Propane. Die Zeiten, dass man sagt, so, ich konfiguriere mir das jetzt und habe für 3.500 ein cooles Bike, die sind einfach vorbei. Und da muss man ganz klar in Relation setzen, gebraucht, unschlagbar. 5 von 5 Punkten Preis-Leistung. Ich habe eine Lyric Ultimate drin, ich habe eine komplette GX-Gruppe, ich habe eine ordentliche Shimano-Bremse, eine Bike-Jog-Sattelstütze. Ey, alles Top-Teile, da kann das Rad auch nicht gegen anstinken, keine Frage. Sind wir aber in der neuen Version, dann ist dieses Rad mit der Ausstattung, wenn ich es neu kaufe, sofort bei 4.500-5.000 Euro. Propane ist vor allen Dingen seit dem Amerika-Trip, ähnlich wie YT, preismäßig ordentlich angezogen. Also korrigiert mich, wenn das nicht so ist, aber wenn ich mir für 3.500 Euro, was immer noch 1.000 mehr sind wie das Radon, ja, 1.000 mehr, habe ich nicht annähernd ein so gutes, ausgestattetes Fahrrad. Deswegen finde ich, muss man ja, das ein bisschen in Relation setzen. Aber ein gebrauchtes Spindrift würde ich jedem immer empfehlen. Ja, ich habe schön geschützte Lager durch diese Dirt Shields, die verbauen. Ich habe wirklich tolle Parts dran, guten Laufradsatz. Also beim gebrauchten Propane, so für 2.000 Euro, würde ich auch jedem Einsteiger empfehlen. Er kauft euch nicht direkt ein neues, dann ärgert ihr euch beim ersten Sturz über jeden Kratzer. Kauft euch ruhig erstmal ein gebrauchtes, ist nicht schlimm. Die Frage, ob man auch mit dem günstigen Rad Spaß haben kann, haben wir beantwortet, würde ich mal sagen. Nämlich macht einfach keinen Bock. Also ich muss sagen, also man muss sich, glaube ich, tatsächlich schon so in der S-Works-Liga bewegen, weil vorher funktionieren einfach die Räder wirklich nicht gut. Ich bin ja von meinem Yeti runter, das hat ja nur 11 gekostet, habe mir jetzt das S-Works geholt, das kostet 15.000. Fährt sehr viel, hat man sehr viel mehr Spaß im Bikepark. Ja. Ey Leute, meiner Meinung nach, ich habe mir ja das günstige Cube gekauft. Passiert genau das Gegenteil, weil man hat eine Sorge nicht mehr beim Biken, dass 10 Mille kaputt gehen. Und das fährt in unserem Unterbewusstsein tatsächlich ein bisschen mit. Also bei mir zumindest. Und ich glaube, wenn man reich ist, vielleicht nicht, dann ist es egal. Ja, das ging mir ganz genauso, genau. Als ich das Kinevo hatte. Ja, das ist einfach so, du weißt, du fährst auf 10.000. Im Levo hat er den Vorteil, dass ich damit schon mal einmal den Kuhzaun mitgenommen habe. Das hat schon eine Macke. Das hilft immer total, wenn so ein Rad schon ein bisschen ein paar Patina hat. Ne? Oder Charakter, sagt man ja auch. Ne? Also ich finde, da ist sogar es eher zielführend, sich ein günstiges Bike zu kaufen. Das passt auch gut zu dem Thema, finde ich. Spaß ist hier, glaube ich, hatten wir heute mit den Rädern. Wir werden gleich auch noch ein bisschen fahren und das aber nicht euch mit Aufnahmen quälen. Ich glaube, das Video wird lang genug. Ja, wahrscheinlich. In diesem Sinne. Macht's gut, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren, Daumen nach oben und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Und ganz wichtig, Shredletic Red jetzt im Angebot in der 12er Palette. Mit dem Code THOMAS15 ohne H. 2% sparen.